Wir starten jetzt dann tatsächlich mit dem ersten Mensch, der auch ehemaliger Studierender ist hier an der Leuphana und jetzt aber den Absprung geschafft hat nach, nee, was heißt Absprung? Ist es ein Downgrade oder ein Upgrade, wenn man nach Hamburg geht? Ich weiß es nicht. Er hat aber lange hier gelebt und studiert und zwar Umweltwissenschaften und Nachhaltigkeitswissenschaften und ist jetzt fertig, geht aber mit seinem Thema, glaube ich, noch einmal zurück in die Universität. Und wenn wir an Essen und Uni denken, hat man nicht immer die schönsten Assoziationen, aber vielleicht ja schon. Ich weiß nicht, wie eure Mensa hier ist. Und meine in Dortmund war immer so günstig, sagen wir mal so, günstig quasi. Wir gehen also jetzt in die Mensa Science, meine Damen und Herren. Der erste Starter im Wettbewerb heißt Vitus Lena und wir begrüßen auch ihn mit einem 10-Punkte-Applaus. Hier ist für euch Vitus Lena! Ja, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein, zumal ich jetzt auch nicht mehr so oft in Lüneburg bin. Aber als ich noch hier gewohnt habe, kann ich euch sagen, ich war ziemlich oft in der Mensa in der Leuphana. Ich würde sagen, ich habe die Mensa geliebt. Kann auch wirklich von mir behaupten, dass ich da ab und zu 4-mal am Tag gegessen habe. Mittlerweile weiß ich auch gar nicht mehr so richtig, wie ich noch überleben kann. In meiner Masterarbeit habe ich einen methodischen Approach, eine Methode gewählt, die sich als Data Mining beschreiben lässt. Data Mining, das ist das Sammeln und Auswerten von öffentlichen Daten und Informationen, so aus dem Internet zum Beispiel. Und das fand ich eigentlich ganz cool und ich dachte, ich mache das einfach nochmal. Ich mache nochmal so ein kleines Hobbyforschungsprojekt, aber mit einem anderen Objekt meiner Begierde, der Mensa. Und dafür habe ich Daten des Mensa-Plans genommen. Da kannst du jetzt einmal klicken. So, ich weiß nicht, vielleicht manche von euch haben den noch nicht gesehen. So, den Mensa-Plan, den gibt es im Web und auch als App. Da kann man so sehen, was in den nächsten Tagen in der Mensa so auf dem Tagesmenü steht. Und ja, ich dachte, ich analysiere mir mal das ein bisschen. Ich habe deshalb angefangen, diesen Mensa-Plan abzuschreiben. Da kannst du mal eins weiterklicken. Hier ist einmal, könnt ihr das lesen, mein Tagesplan seit so bald den letzten 1,5 Jahren. Ich bin morgens um 5 Uhr aufgestanden und habe den Mensa-Plan einmal abgeschrieben. Das habe ich dann nochmal um 10 Uhr gemacht und nochmal um 19 Uhr abends, einfach der Vollständigkeit halber. Ich sage das mal mit so einem kleinen rechtlichen Zwinker-Smiley. Irgendwo bin ich auch Informatiker und ich überlasse es eurer Fantasie, ob ich die Daten tatsächlich so gesammelt habe oder auch anders. Insgesamt sind so 22.000 Datensätze rausgekommen aus dem Mensa-Plan und ich dachte, damit versuche ich jetzt mal so ein paar Fragen zu beantworten, die ihr euch schon immer über die Mensa gestellt habt. Ich werde wahrscheinlich noch mehr Fragen beantworten, die ihr euch noch nie gestellt habt. Fangen wir erstmal mit einer einfachen Abzählaufgabe an. Wie viele unterschiedliche Gerichte hat es gegeben? Das waren einmal 30 verschiedene Beilagen, dann nochmal 19 verschiedene Gemüsebeilagen und 19 verschiedene Desserts. Ja, ich finde, das ist eigentlich schon eine ganze Menge. Dann schauen wir nochmal weiter, wie viele verschiedene Hauptgerichte hat es denn gegeben. Das ist eine ganz schön dolle Zahl, da habe ich auch ein bisschen geschluckt. Ich dachte sogar, das ist eher ein bisschen eine unrealistische Zahl. Da muss ich ein bisschen genauer an die Daten reingucken. Und wenn man da reinguckt, dann sieht man da zum Beispiel das. Also ich bin kein Experte, was Frikadellen angeht, aber ich meine, das beruht auf der gleichen Hauptzutat. Ich habe das jetzt mal nur als ein Gericht gezählt. Dann hat es auch noch so ein bisschen exzessivere Fälle gegeben. Ihr könnt es nicht lesen, ihr müsst es auch nicht lesen. Es handelt sich um 17 Variationen von Hähnchenschnitzel. Als Vegetarier kann ich das jetzt auch nicht so super gut auseinanderhalten, muss ich gestehen. Da habe ich mir eine Vereinfachung überlegt. Ich habe immer gesagt, das Hähnchenschnitzel mit X, alles. So. Dann hat es aber auch noch solche Fälle gegeben. Kartoffelspalten, Kroketten und Pommes. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das sind ja wohl grundverschiedene Sachen. Also wie kann man das denn auch nur zusammenlegen? So, dann habe ich das nochmal neu ausgezählt mit meiner eigenen Zählweise. Und ja, dann ist die Zahl schon mal geringer, aber ich muss sagen, immer noch ziemlich hoch. Also beeindruckt mich schon ein bisschen. Chapeau Mensa.
für die UmweltwissenschaftlerInnen hier, vielleicht sind welche da, dachte ich, ich muss diese Food-Diversität noch mal ein bisschen anders ausdrücken. Deswegen habe ich noch mal den Shannon-Biodiversitätsfaktor oder Index darauf ausgerechnet. Da kommen wir, das kann man schlecht lesen, auf einen Index von 4,39 von 5,04. Also ich finde, das ist schon gar nicht so schlecht. Ich finde, ab jetzt kann sich die Mensa auch biodivers nennen. Dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, das nächste sind, ja genau, was sind denn die besten Gerichte oder die am besten bewerteten Gerichte? Vielleicht haben da ein paar Leute Lust, einmal reinzurufen, was ihr so denkt, was eure Lieblingsgerichte sind, was es sein könnte. Hey, Kartoffelspalten hört man. Okay, schauen wir mal. Auf Platz 3 haben wir Kartoffelerbseneintopf in Sojarahm mit Koriander und Minze. So, das klingt schon gar nicht so schlecht. Ich glaube, das hatte ich auch mal. Gab es aber nicht so oft in den letzten 1,5 Jahren. Auf Platz 2 haben wir Creme Tiramisu. Ich glaube, mit 4,8 von 5 Sternen. Und auf Platz 1, wer hätte es gedacht? Kartoffelspalten. Natürlich mit dem beliebten Knoblauchdip. Was kann man sagen? Ich habe übrigens nur Sachen gewertet hier, die mindestens 5-mal bewertet wurden. Und ich habe auch die Bewertungen genommen, die abends zu sehen waren und nicht morgens vor der Mensa. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Dann nochmal, was sind die teuersten Gerichte? Da habe ich euch das Treppchen erspart. Die drei teuersten Gerichte waren Fleischgerichte, finde ich nicht so interessant. Was ich aber interessant fand, war, dass unter den 20 teuersten Gerichten 15 mit Fleisch oder Fisch waren. So aus Nachhaltigkeitsperspektive finde ich das ganz gut. Da ist man ein bisschen angereizt, das Vegetarisches zu kaufen. Ja, anders als in so manchem Burgerladen, wo man für die vegetarische Alternative eher Aufpreis zahlt. Also das fand ich eigentlich ganz gut. Dann als nächstes, oh, das kann man ganz schlecht sehen, nicht so wichtig, aber ich möchte euch, dass ihr euch einmal in eine kleine Situation reinversetzt. Es ist ein richtig heißer Sommertag, ihr schwitzt und ihr habt richtig Hunger und ihr geht in die Mensa. Und was steht da am Mensaplan? Eintopf. Also ich hatte dieses Gefühl wirklich viel zu oft. Deshalb habe ich die Hypothese aufgestellt, die Mensa-Leute, die verarschen uns doch ein bisschen, die machen das doch absichtlich. Ich wollte die Hypothese testen, gibt es an den heißen Tagen wirklich öfter Eintopf? Dafür habe ich Wetterdaten geladen von der Wetterstation in Wendisch-Evern der letzten 1,5 Jahre und habe diese Wetterdaten, die Tageshöchsttemperaturen korreliert mit den Tagen, an denen es Eintopf gab oder Suppe. Und ja, das kann man nicht so gut sehen, ist nicht so wichtig, nur so ein kleiner Graph. Aber ich kann die Frage jetzt beantworten. Nein, es ist nicht so. Ich kann diese Hypothese in die Tonne werfen. Ich habe auch noch den R-Wert ausgerechnet, minus 0,20 für die StatistikerInnen unter euch. Also wirklich nicht so doll. Okay, was kommt als nächstes? Praxistipps. VeganerInnen, wann habt ihr die besten Chancen auf ein veganes Hauptgericht in der Mensa? Aus irgendeinem Grund ist es mittwochs. Ich weiß nicht, warum das nicht gleich verteilt ist. Und dann Donnerstag, Freitag gibt es wahrscheinlich oft noch die Reste vom Mittwoch. Aber ja, also mittwochs habt ihr gute Chancen auf ein veganes Hauptgericht. Dann, was ich auch nicht wusste, es gibt scheinbar einen Fischtag. Ja, das ist wahrscheinlich auch nicht üblich, aber hier haben wir es jetzt einmal so rosa auf schwarz, dass Mittwoch einfach der Tag ist, an dem es Fisch gibt. Genau, zu guter Letzt habe ich mir noch eine Frage gestellt. Ich als sehr intensiver Mensagänger, kann ich eigentlich meinen Biorhythmus nach dem Mensaplan richten? Also anders formuliert, wenn ich so den Mensaplan sehe, so eine Woche vor dem Tag, so kann ich meinen Biorhythmus darauf einstellen, dass es das dann geben wird? Oder ändert sich das nochmal kurzfristig irgendwie vorher? Und es ist tatsächlich so, dass sich das ab und zu nochmal eine Woche vorher ändert. Und dann aber vor allem direkt am gleichen Tag noch, wo es dann das Gericht gibt, sich der Mensaplan nochmal sehr doll ändern kann. Häufig ist es, dass dann so ein altes Gericht vom Vortag nochmal hinzugefügt wird, weil es über war oder so. Aber ja, so richtig den Biorhythmus danach richten kann man leider nicht. Was hat das eigentlich alles mit Nachhaltigkeit zu tun? Das ist ja hier auch so ein bisschen ein Thema. Ich habe auch zum Beispiel meine Masterarbeit mit dieser Methode gemacht oder ähnlich. Da habe ich Nachhaltigkeitsaspekte in landwirtschaftlichen Internet-Communities mir angeschaut. Ich fand die Ergebnisse leider nicht so witzig, deswegen trage ich sie hier nicht vor.
Aber grundsätzlich ist dieses Data Mining oder das Nutzen von öffentlichen Daten auch für Nachhaltigkeitswissenschaften oder nachhaltige Ziele schon eine sehr interessante Methode. Und ich wollte hier so einen kleinen, ich weiß nicht, so eine, vielleicht eine kleine Inspiration geben, dass vielleicht manche von euch auch mal ihre Hands dirty kriegen wollen mit Code oder ein bisschen mit Daten. Weil man kann natürlich da schon auch coole Informationen zur Entscheidungsunterstützung oder auch zur Beobachtung von nachhaltigen Entwicklungen mitentwickeln. Und die Eulafana unterstützt das ja jetzt mittlerweile, wenn man da so gewisse Datenkompetenzen entwickeln möchte. Ich habe hier unten nochmal drei kleine Links auch hinterlegt. Der erste Link, da gibt es ganz viele coole öffentliche Datensätze oder auch so Schnittstellen im Internet, die man anbinden kann, um mit Daten zu experimentieren, zu arbeiten. Mittlerweile hat die Mensa sogar eine eigene Schnittstelle, um sich die Mensa-Daten runterzuladen mit Python oder mit Excel oder wie ihr auch wollt. Ja, das hätte ich mal früher gebraucht. Und dann unten nochmal ein kleines Video, wenn euch das jetzt wirklich inspiriert hat, nochmal von jemand anders, der da einen sehr coolen Vortrag entwickelt hat über Spiegel Online-Artikel und da ganz viel rausgefunden hat. Schaut euch das gerne an und get your hands dirty with code. Damit vielen Dank von mir und ja, freue mich. Meine Damen und Herren, das war der erste Stand am heutigen Abend im Wettbewerb Vitus Lena, meine Damen und Herren. Vitus, bleib noch kurz hier. Bleib noch kurz hier. Vitus, vielen Dank für diese Einblicke. Das war dein erster Vortrag, oder? Science Slam-Beitrag. Sehr gut. Hat er sehr gut gemacht, meine Damen und Herren. Er ist nicht umgekippt. Du hast gut und deutlich gesprochen. Ist jetzt Google, hat Google schon angerufen, dich jetzt quasi online nochmal oder Ecosia irgendwie zu verknüpfen mit der, oder hat die Mensa vielleicht, jemand von der Mensa da, das sind ja Daten, die wahrscheinlich interessant wären, als Mensch, der hierher kommt, sich mal zu informieren, über so Metadaten quasi zu kriegen. Ja, das habe ich auch schon überlegt, vielleicht auch der Asta, so, wenn die irgendwie in ihre nächsten Verhandlungsrunden treten, irgendwie um die Studierendenbeiträge, dass es vielleicht auch an anderen Tagen Veganes gibt oder so. Ich weiß nicht genau, wie das läuft in der Hochschulpolitik. Das schafft ja Argumente, ne? Also das ist ja wirklich dann... Ja. Ja. Aber du musst es quasi, also es ist aber nichts, was du automatisiert machen kannst, sondern get your hands dirty heißt wirklich sehr viel Handarbeit und... Ich sag mal, gewisse Programmierhandarbeit, so viele Sachen kann man auch automatisieren. Und dann, wenn es aber letztlich um die Auswertung geht, da geht es auch ganz viel um Rumspielen einfach und gucken, ja, wo finde ich was, was ist da alles drin in diesen Daten. Also da muss man rumspielen. Aber das ist auch irgendwie cool, also man kann da einen Haufen Zeug finden. Und ich habe jetzt nicht so viel Zeit dafür gehabt, da drin rumzuspielen und ich hätte gerne noch mehr gemacht. Okay. Und da wäre bestimmt noch viel drin gewesen. Habt ihr eine kurze Frage an Vitus, eine Verständnisfrage? Oder möchtet ihr noch was wissen, Lieblingsgericht nochmal evaluiert wissen? Ansonsten könnt ihr Vitus natürlich und uns alle auch nachher nochmal nach dem Slam hier vorne ansprechen, wenn ihr dann später eine Frage habt. Ansonsten danke ich dir jetzt gleich schon mal und frage euch aber natürlich nach einem Stichwort, damit wir uns gleich bei der Abstimmung an diesen Vortrag erinnern können. Ich glaube, ich weiß schon, was das Stichwort sein wird. Ich frage trotzdem mal. Kartoffelspalten. Okay, das merken wir uns jetzt und machen nochmal einen großen Applaus für Vitus. Dankeschön. Ja.